Wir haben Gläser, beziehen wir, aber eine Glashütte, eine ist in Frankreich, in Saint-Just-sur-Loire, eine die wichtigste in Alsace, und die blasen Gläser. Das ist das Manchon, das ist die Originalgrösse. Das wird nachher aufgesprengt und kommt in einen Ofen. Seht ihr, da ist es offen, das Manchon, und nachher wird es glättet. Nachher haben wir also die Flachgläser, ein paar Gläser. Nachher haben wir, und das war eben das erste Mal, dass er das gemacht hat, dass man die Werkstatt gerade in die Kirche verlegt hat. Dass man die Möglichkeit hat, auf einen Raum mehr Rücksicht zu nehmen. Gewöhnlich sind die Glasfenster einfach im Atelier, in der Bude gemacht worden. Bei diesen Fenstern haben wir ein gewöhnliches Fensterglas in Rahmen da. Und nachher die einzelnen Bitzen haben wir mit Scotch aufgeklebt, damit wir es kontrollieren können. Wenn man so einen Entwurf hat, macht man eine Pause. Nachher wird das ausgeschnitten, die einzelnen Witzchen. Und nachher haben wir das ganze Fenster in Papier. Witzchen, da fällt die Gänge zwischen. Das ist so mit. Das Blei ist ein Haarbalken. Und der Haar, der Mittelsteg, der ist breite von dem. Drei Eben, da kommen wir jetzt auf die Gasmalerei. Die Gesichter, dort der Korinther. Der Fahne vom Christus oben etc. Finger, die werden nachher mit Schwarzlot. Nachher, wenn es so weit war, haben wir alles abgeräumt. Die gemalten Stücke sind nachher noch nachgebrannt worden. Da ist die schwarze Linie, die sind pur mit dieser Farbe. Und nachher kann man verdünnen und kann so Halbschatten machen. Und dann gibt es jede Breite von diesen Blei. Zwischenschläge ist dann gleich breit wie alle. Die hat man früher, habe ich früher noch mit einem Drei-Örgali durchgezogen. Heute tut man die meistens einfach ab der Fabrik abstellen und zu Blei. Wie war das mit dem Formülen zusammen hier in dieser Kirche zu werken und zu tun? Der Entwurf aufgemacht, er knäuelt am Boden, schaut mir zu, wenn ich die Farben ausbringe. Er war wahnsinnig, wie soll ich sagen, ernsthaft gewesen. Er hat x-mal etwas umgestellt. Hat man wieder neu angefangen und so, bis ihm passt hat. Und das kann man natürlich eben nur so subtil machen, wenn man es gerade eine Autostelle macht. Das kann man sonst nicht. Aber die Zusammenarbeit war wunderschön. Ich war natürlich todmüde, auch vom Christoph und ab den ganzen Tag. Aber eben, wir konnten so können wirklich jede Farbe an Ort und Stelle aus. Und das Schwarz war also ganz, ganz die diffizilste Farbe für die Schneiden, sagen wir ehrlich. Was ich eine der schönsten Fenster finde, ist das mit dem Lila. Das hier. Ja, das mit dem hellen Violett, ja. Das finde ich farbig. Es ist anders als die anderen. Mhm. Bei dem Weihnachtsfenster das ganze Gewicht unter ist. Und nachher oben wird es hell. Also das heisst, er hat hier an Ort und Stelle gemalt. Er hat hier an Ort und Stelle gemalt. Und wir haben hier an Ort und Stelle Gläser geschnitten und ausgelesen. Es ist alles hier passiert. Nachher hat man natürlich den Brennofen, haben wir natürlich nicht zügeln und bleiert hat man so in der Bude, im Atelier. Aber das Wichtigste ist einfach hier passiert.
Und es ist ja das Fenster, das, ja, wie soll ich sagen, die sind viel schlichter geworden. Das war das erste, da ist ja noch ziemlich reich aufgeteilt. Und später im Schiff ist er einfacher geworden. So schlicht bis zu diesen ganz abstrakten Scheiben, die und die dort drinnen. Also zum Heiligen Geistfenster, hat es vorhin ja schon gesagt, man hätte es zweimal müssen machen. Wir haben es fertig gehabt. Und dann war es einfach so, dass im Formeln zu wenig deutlich, zu wenig eindrücklich war. Und dann hat er die Teile gemacht, schwarz, rot, blau. Und hat die Flämmchen ganz einfach versetzt. Oben ist der blaue Grund und es sind Flämmchen blau. Oben ist der blaue Grund und die Flämmchen sind rot. Genau das Typische beim Max, dass er bei diesen Fenstern nicht Luft gelassen hat, bis er ganz einverstanden war mit seiner Arbeit. Darum hat es eben sogar vorkommen, dass er ganze Fenster rausschreist und sie neu macht. Dr. Nägeli, ihr seid heute jetzt wie alt? Ich bin 97. Ich bin 97. Es ist richtig, dass ich gefragt worden bin vom Pfarrer. Und ich habe zuerst gar nicht entschließen. Aber es ist dann immer geblieben, so lange, bis ich zugeschrieben habe. Unsere Kirche, die wir gebaut haben, das war eine arme Kirche. Wir durften nicht viel ausgeben. Wir mussten schauen, dass wir auskommen. Mit diesem Betrag von 790'000 Franken, die die Kirche gekostet hat. Das haben wir also innegehalten. Die Gemeinde Muri Güblingen, hat damals ein Fest gemacht, ein Kirchenbaufest. Dann haben wir über 200'000 Franken können ich kann sie sagen, es sind gekommen, der Bundesrat von Steiger, natürlich der Gemeinderat und der Regierungsrat, sie kommen und der General. Wisst ihr, was unser Denkmal, der jetzige Denkmal von der Bühne Schweizer gesagt hat? Er hat gesagt, es seien die schönsten, modernen Kirchenfenster aus dieser Zeit, ja, vom Kanton Bern. Ja, und das habe ich in der Gemeinde gemacht. Haben sich eintragen. Und da habe ich 25 genommen, wo das Geburtsdatum ziemlich niedrig ist. Ja. Und bin mit denen gegangen. Und die waren begeistert gewesen. Und von denen an ist das gelaufen. Ja, Frau Fortschaner ist doch Schülerin. Ich weiß noch, der Kirchenbeirat Stüssi, der Dr. Stüssi, der hat mir noch gesagt in dieser Versammlung, ja, aber nicht modern, gell? Da habe ich gesagt, nein. Ich habe Leute zeigen von den Entwürfen, die ich habe. Ich habe gesagt, hörte, dass ich das schon gesehen habe, aber... Ich kann das nicht genau sagen. Ja, ja.
Das war sehr mutig, ich weiss, für die damalige Zeit so etwas. Ja, ich musste ein bisschen müssen haben. Ja. Es ist noch jetzt sehr modern. Der Topfstein, das ist ja so eine wunderbare Plastik. Ja. Und auch die Glocke, die durfte ich auch beurteilen. Mhm. Wir hatten eine Kunstkommission. Sogar? Ja. Und da waren die beiden Herren Pfarrer, der Architekt und der Künstler und ich. Und die anderen haben wir haben uns, ich habe es auf jeden Fall. Hätte noch gefunden, ja. Das ist nicht so. Also man tut ja nicht die Farbe, man tut schwarz zeichnen. Und dann habe ich einen Porzellanmaler gesucht. Und die haben eine ähnliche Disziplin. Das Porzellan ist ja glasiert. Und der Farbauftrag ist ähnlich widerspenstig. Und das ist dann ganz gut gegangen. So bin ich dann beim Formulen gelandet. Dem Aufenthalt in England war ich wieder bei ihm gewesen, und dann haben wir zusammen noch Fenster gemacht in der Abdankungshalle vom Bremgartenfriedhof. Mhm. Ne? Die Rundfenster. Das war ein Gemeinschaftsauftrag gewesen. Was ich immer wieder empfehle, das ist etwas, was absolut einmalig ist, ist das Fenster, das er in der katholischen Inselkapelle macht. Es ist sehr zu bedauern, dass das nicht mehr gewürdigt wird. Ich habe mich letztens ziemlich geärgert über den Heimatschutz, wo ein Angebot an Fensterbesichtigungen, das ist das Jahr des Glases oder was, und das ist weder der Fommelin noch der Louis Moalier im Burgerkapelle im Bahnhof. Ne? Das ist nicht erwähnt. Das Besondere war, dass eine Reduktion auf das Wesentliche. Währenddem im Frontfenster hat es sich irgendwie verloren. Es hat es lang dran gemacht. Dann, es gibt ja typische Fotos, die der Formulen. Er knäuelt da im Vordergrund und schaut her. Und der Konrad Vetter hebt das Glas her. Was ja ihn auszeichnet, ist, dass er immer die Werkstatt in den Ort der Ausführung hat verlegt. Und das ist natürlich sehr wichtig. Die Widerstände haben natürlich einen Rückhalt gehabt, diesem Bau. Ne? Sie hätten vielleicht nicht gesagt, wir lehnen das ab, aber sie hätten gesagt, das passt nicht da rein. Und mit diesem Argument hätten sie ziemlich... Ja, ich weiss, weil das ist mir unterschoben worden, ich habe das gemacht und das hat man rausgenommen. Das ist so, da bin ich masslos verrückt worden. Ich habe überhaupt nichts mit diesen Fenstern zu tun gehabt. Das hat einen praktischen Grund. Der Organist ist geblendet worden, irgendwie von diesem Fenster. Die Geschichte habe ich noch nicht gehört. Ja, so gut. Das ist, ja. Ihm hat es nicht gefallen, ist die Aussage, die ich gehört habe. Das ist vielleicht das richtig und das andere ist eine neue Interpretation. Was ist das Faszinierende jetzt am Glas? Am Schaffen mit Glas. Es ist zwar durchsichtig, aber es ist sehr spröde. Es ist sehr widerspenstig. Weil die Bedingungen mit dem Umgang mit dem Glas ist nicht so einfach. Es könnte nicht irgendeine Form nehmen. Also einschnitten.
gehen nicht, es muss geradlinig weitergehen oder rund, dann geht es. Aber es sind sehr viele Einschränkungen und da muss man damit fertig werden. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn man da praktische Erfahrung hat. Ne? Sonst ist nämlich der Glaser, der das ausführen muss, das Opfer. Man muss schauen, wie wird ich damit fertig. Ne? Also das Beispiel ist ja, das sind die Chagall-Fenster in Zürich. Ne? Das hat ja da so ein wahnsinniges Zeug müssen machen. Er hat Aquarell gemacht. Und die haben das vergrößert und probiert, das in Glas umzusetzen. Ein Ärgernis für mich. Also wie haben sie das eben ziemlich persönlich betroffen, weil der von Mühlen hat dort einen Wettbewerb gewonnen für die Fenster und das ist schubladisiert worden. Und das hat er nie verkraftet. Er ist sehr früh gestorben. Und ich behaupte, das hätte ihm den Rest gegeben. Der, wo er noch das hat müssen sehen, wo dort ist reingekommen. Also ich finde das ja grausam, das Zeug dort. Das sind durchsichtige, vergrösserte Aquarelle mit Glas nichts zu tun. Das wäre ja ganz interessant, der Schritt selber zu machen und nicht das irgendeiner Butte zu überlassen, die mit einem Wasser gewaschen ist. Wie war das für euch gewesen, damals, die Fenster? Ich habe auch ein Stück weit ein bisschen das Werden von diesen Fenstern können sehen. Das heisst also die sogenannten Cartoon, die es dazu gegeben hat und wo man gesehen hat und zu spüren bekommen hat, wie beim Herrn von Mühlen eben, dass nicht einfach ein Herwerfen war, sondern ein Wachsen, bis zuletzt die Ergebnisse da waren, die heute in der Kirche zu sehen sind. Und mit dem Dreisehen ins Wachsen wächst automatisch das Verständnis für die Art von der Formulierung, vom Ausdrücken von diesen Gedanken, die er damit sagen. Als reiner Zeichner müsste ich sagen, hat mir das dreifache Frontfenster im Chor sehr zugesagt. Und mir haben sehr zugesagt, die rein abstrakten Aufteilungen. Und wir haben weniger zugesagt, die schmalen Seitenfenster, was mir gedacht hat, man spüre, dass weniger lang daran umelaboriert worden ist, bis die Lösung da war. Das heisst also, es ist bei den Seitenfenstern für mich eher ein Herwerfen von einer Idee gewesen und nicht ein Wachsen. Farblich sagt es mir sehr viel. Also das Farbzusammenspiel durch mich wunderbar. Schade ist ganz einfach, wie das immer ist. Hinter dem Chor ist noch andere Zeugs verrissen. Und dann sieht man im Licht immer noch so halb den Schatten vom Pfarrhaus oder von den Bäumen. Und nicht eigentlich das farbige Licht.